der schönen Mittelweg verneide ich jetzt nicht ewig darum, weil du sitzt eh, wenn man es gescheit aufbaut, ist es in einer Stunde gegessen. Es fährt jedes Mal nach der Stunde so raus. Und wieso sollst du dann immer eine Stunde brauchen, bis du dorthin Naja, vor allem mir ist es immer wichtig, jetzt gerade beim Pony dann eben mit Futtermanier und der ganzen Geschichte und dass er eben nicht so auftritt, wegen einem Kind dann, ne? Und das checken, das ist wohl okay, ja. Das ist nur am Anfang, dass so hart sage, es wäre da auch die ohne anderen, muss wohl wegdenken. Aber im Endeffekt, ich bin da, ich bin jetzt laut, ich rede, ich ziehe Aufmerksamkeit auf mich. Es wär unnatürlich, wenn das Pferd wieder komplett ignoriert. Aber in der Pause, wenn es so gegessen ist, checkt er kurz an, schaut sie mir an. Würde er mir jetzt anschauen, würde es losgehen. Ja? Also würde er zum Beispiel am Target präsentieren und am anderen. Dann geht es in Richtung Lektion. Und dann muss es natürlich verstehen, das heißt, worauf du dich einstellen kannst, ist, dass er wahrscheinlich nicht, aber es ist Pony wahrscheinlich, sobald du aus der Pause rauskommst, sehr lang braucht, um in die Lektion reinzukommen. Ja, weil du ja immer jetzt weggehen. Ja, sicher. Aber da lass die Pferd Zeit. Da habe ich auch jetzt schon einige Erfolge gehabt, dass ich gemerkt habe, dass die Pferde die ganzen Lektionen ruhiger lernen. Also gerade beim Target hast du oft so hektische Kopfbewegungen und auch das Schnappen, das relativ häufig auftritt, wo ich nicht so ganz gut zu gegeben arbeiten kann, außer dass ich einen größeren Gegenstand gebe. Ja, weil das Schnappverhalten, gut, du kriegst nicht den Schnapp, aber was machst du, das immer schnappen. Ja. Das ist relativ häufig vorkommt. Und da habe ich jetzt echt gemerkt, dann nehme ich so eine Grundentspannung, weil jetzt hat der Ausdruck voll entspannt ist. Und so einer Grundentspannung an eine Lektion rangehen, dann sind die ganzen Bewegungen viel fließender und sie checken auch, bin ich bereit. Das heißt, dieser Außenreiz wird da wegschauen, schaut sich an, checkt, das ist nichts Schlimmes und dann ist er wieder in der Lektion. Es ist zum Beispiel das, was über andere Arbeitsmethoden, wo sie kritisch sieht, dass das Pferd sich eigentlich einen Umweltreiz anschauen will, ja, einfach wegdrehen, zum Beispiel kommst du das korrigierst. Nimmst dann die Möglichkeit, sich mit dem Umweltreiz auseinandersetzen, ist aber Flucht. Das ist dann diese erlernte Hilflosigkeit, wo sie immer nicht rodeln und sich denken, oh mein Gott, ich muss ja. Und aber halt stehen. Aber es ist dann trotzdem ein Anspruch geworden, das brauchst du für sich. Keine Frage, wenn ein Target berühren soll, muss der checken, da ist ein Target, den soll ich berühren. Und nicht, oh mein Gott, ich will weg, ich will weg. Ja. Das sind dann die Pferde, die da stehen und nichts tun. Ja, weil die Leute sehen das oft nicht, dass das Pferd gerade voll auf Stress ist. Und das kann ich auch so entspannt verstehen. Ja, sicher. Ja.